Hey ho, liebe Leute, was geht ab? Der Phil mal wieder hier. Ja, kurzes Info-Video mal wieder am Rande. Ja, das Internet funktioniert immer noch nicht, ist immer noch am Hin und Her struggeln. Halt. Es funktioniert dann wieder nicht und so. Also, ich kann einfach nicht vernünftig online zocken. Ohne besiegt nach gleich 5 Minuten oder gar nicht erst online gehen zu können, um mit seiner Crew zusammen spielen zu können. Ist ziemlich belastend, ey. Und ein echter Krampf. Ja, so wie ich auch gehört habe, jetzt hier bei mir im Umfeld zu Hause, läuft dieser Vertrag mit diesem Router Ende August aus und man könnte einen neuen, dass wir bekommen einen neuen oder so, können uns entscheiden, ob wir einen neuen wollen oder nicht. Ja, man ist groß hier am Überlegen, auch gleich den Anbieter zu wechseln, weil den ich hier habe, der ist nicht mehr feierlich, nicht mehr, anfangs war er das mal, aber jetzt ist es einfach nur eklig. Die Leitung funktioniert nicht, keiner kann sich das beschreiben, warum nicht, und es ist eigentlich hier eine gute Leitung gegeben, aber die kann man nicht ausnutzen, wenn das Internet nur am Rumspacken ist oder so. Es kann auch am Router liegen, aber den kann man jetzt nicht so einfach umtauschen und so. Einfach mal wechseln. Und dann werden wir ja weitersehen, was daraus wird. Das ist eine kleine Info am Rande zu meinem Internet. Jetzt wieder mal jetzt eine andere. Ja. Ich habe euch auch im letzten Video erzählt, dass ich zwei neue Spiele so bekommen werde. Es war glaube ich The Witcher und The Division, glaube ich. Ja, das Video ist ja schon einen Monat her. Aber aus den zwei Spielen wurde nichts. Ich habe stattdessen Metro Redux bekommen, was ein gutes Spiel ist. Hat mir auf jeden Fall gut geholfen oder hilft mir noch in der Zeit jetzt, wo das Internet immer noch so lame ist, Alter, noch ein bisschen zu spielen halt. Und das andere war ja Wolfenstein The Old Blood. Aber ich denke, dass ihr davon kein Let's Play mehr sehen wollt, da ja auch die Spiele auch schon ein bisschen zu alt sind. Und davon existieren bestimmt haufenweise Videos jetzt hier auf YouTube von diversen anderen Let's Playern. Und da lohnt sich das jetzt einfach nicht, das Spiel mal einfach mal wieder anzureißen und zu Let's Playen. Ihr könnt ja mal in die Tasten hauen und mal schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn ich's, oder entscheidet ihr, ob ich's Let's Playen soll oder nicht. Eure Meinung ist mal gefragt, soll ich Metro oder Old Blood Let's Playen? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ist Metro ein sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach. Ich finde es gut, in diese apokalyptische Welt zu gehen. Ist auf jeden Fall sehenswert. Man muss es mal gespielt haben, um sich davon selber ein Bild zu machen. So, was gibt's noch? Ach ja, es gibt ja neue Waffen in Black Ops 3, habt ihr bestimmt schon gehört von. Und ich investiere keinen Cent in dieses Spiel mehr. Schon lange nicht mehr. Ich investiere jetzt in mein Geld mehr jetzt in neue Spiele, neue Projekte. Weil bald kommt ja auch die Closen Beta von World War 2. Wenn so, ja. Was ich dann auf jeden Fall dann spielen werde halt, um zu sehen, wie ist das Spiel, haben sie sich wieder zurückgewandt, so wie es früher war.
Back to the Roots halt natürlich keins. Wir wollen keine Zukunftsspieler, aber spielen sie irgendwie trotzdem. Naja. Nee, Mann, aber ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass Call of Duty wieder zurückgeht. Zurück zu den Wurzeln. Und ich bin immer noch gehypt auf das Spiel und bin gespannt, wie das Spiel sein wird. Ich werde es ja in der Beta nur den Multiplayer sehen. Vielleicht auch eine Mission von der Kampagne, aber okay. Ich lasse mich überraschen, wie es wird. Ja. Das Gameplay neigt sich jetzt mal langsam dem Ende zu. Und ich würde jetzt nur sagen, verabschiede ich mich schon mal von meiner Seite aus. Grüße gehen raus natürlich an Delp nochmal, der das Gameplay gesponsert hat. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, lasst doch mal den Hashtag Delp da, um zu wissen, dass ihr bis hier da gewesen seid. Also, wir sehen uns.